Welcome back zum M-Tracks, eurem Motocross-Magazin. Heute berichten wir von einem ganz besonderen Event, dem 100. Rennen der ADAC MX Masters. Und das findet im schleswig-holsteinischen Tensfeld statt. Hier begann im April 2005 die Erfolgsgeschichte der ADAC MX Masters-Serie. Rennserienchef Dieter Porsch ist der Mann der ersten Stunde. Ja, die Masters ist gestartet 2005. In 2004 habe ich von meinem ADAC-Sportpräsidenten eigentlich so den Auftrag bekommen, die am Boden liegende internationale deutsche Motocross-Meisterschaft wieder zu etablieren, wieder zu retten. Es gab nur noch 3 Veranstaltungen, keine Planungssicherheit mehr für die Fahrer und für die Teams. Und wir haben gesagt, diese oberste Meisterschaft im Motocross-Sport, die darf nicht eingehen. Und deshalb haben wir uns dieser Aufgabe dann gestellt und haben 2005 dann die ADAC MX Masters dann gegründet, damals noch mit der Masters-Klasse und mit dem Junior Cup. Die Qualität des Fahrerfeldes ist ja enorm hoch. Ja, wir sind der Unterbau unter der Weltmeisterschaft. Ich glaube, wir brauchen uns nicht mit der internationalen Konkurrenz und mit anderen Meisterschaften verstecken. Wir haben ein sehr, sehr gutes Fahrerfeld. Wir sind im Nachwuchsbereich eigentlich absolute Weltspitze. Da haben wir die kommenden Heroes, da haben wir die kommenden Meister eigentlich auch in der Weltmeisterschaft dann in unseren Reihen gehabt und haben sie auch immer noch. Beispiele wie Herlings, Roxen, Streibos, da gibt es viele Namen, die man nennen könnte, haben sich bei uns entwickeln können und sind dann die nächste Stufe gegangen. Aktuell jetzt vor einem Jahr Thomas Gerr Olsen, dann Jassi Kunis. Da haben wir also viele schöne, gute Fahrer auch in unserer Meisterschaft gehabt, die sich dann aber auch dann, wie Jeremy Seber auch, dann immer wieder jetzt auch noch sehen lassen in unserer Meisterschaft und in der Masters-Klasse dann auch noch die Sahnehäubchen sind. Hast du ein persönliches Highlight in den 10 Jahren? Da kann ich gar nicht eines direkt herausfassen. Es gibt einfach mal so Big Events, wo du sagst, das ist was ganz was Besonderes. Wenn du ganz besondere Fahrer hast, wenn du ganz besondere Fahrerpersönlichkeiten kennenlernen kannst, wenn du merkst, oh, hier geht jetzt wirklich ein Stern auf. Das sind so Leute wie Roxen, Herlings, aber auch so ganz interessante junge Leute wie Lawrence, die jetzt kommen, die sich zeigen, Jassi Kunis, Olsen. Das macht unheimlich Spaß und das ist eigentlich auch die Triebfeder, dass wir da immer dranbleiben, eigentlich mit Enthusiasmus und die Meisterschaft auf dem Level auch halten wollen. Die Strecke in Tensfeld ist der größte Motocross-Sandkasten Deutschlands. 1850 Meter lang, 15 Sprünge, die 80 Meter lange Startgerade. Einiges an Herausforderungen für die Piloten und viel Spaß für die Zuschauer. Der in der Meisterschaft führende Dennis Ulrich ist für uns mit der Helmkamera gefahren. Viel Spaß! So, hier geht's los über den Zielsprung, dann ein bisschen anbremsen, paar Rillen. Hier gibt es Innen- oder Außenvariante. Innen ist zwar zum Teil gut, aber fährt sich ziemlich schnell nach außen. Hier wieder ziemlich arg Rillen im Berg hoch. Nochmal fette Rillen beim Absprung, langer Table. Hier gibt es jetzt auch wieder entweder außen große Anlieger, fahren sich nachher im Rennen, denke ich, aber schön langgezogene Sandwellen raus. So, dann hier ein bisschen Bremssprung, wo man ziemlich rausspringen kann, weil der Sand direkt dahinter zu tief ist zum Beschleunigen. Nochmal eine lange Gerade, jetzt geht es dann in den hinteren Abschnitt. Hier auch schöne Sandwellen. So, nochmal links rum. Jetzt wird es ein bisschen härter, der Abschnitt. Fahren sich auch nachher ziemlich harte Kanten raus. Jetzt hier lange 30 Meter da, Table. Hier ist jetzt der härteste Abschnitt mit auch ein paar Rillen. Links rum. Innen noch eine Welle beim Rausbeschleunigen. So, hier gibt es jetzt links oder rechts eine Variante. Meistens fahren alle rechts, weil es einfach kürzer ist. Nochmal ein kleiner Step down. Rechts rum. Auch immer schön, das Anliegen fährt sich aber auch allerdings immer weit raus. So, jetzt geht es nochmal hier auf eine Gerade. Hier gibt es auch schön viele Wellen und Kanten. Nochmal Rillen. Hier links ist innen ein schönes Loch reingeschaufelt.
damit sich ein paar Spuren rausfahren. Da kann man auch außen vorbeifahren. Nochmal lange gerade zurück, fahren sich auch ziemlich viele Anbremswellen raus. Hier nochmal Innen- und Außenkurve. Hat man jetzt schön gesehen, dass sich die Spuren immer schön nach außen fahren. So, jetzt geht es hier nochmal über den Table, nochmal schön Variante hier außen oder innen. Innen war heute Morgen am schnellsten, aber es fährt sich natürlich auch am schnellsten dann kaputt, wenn alle fahren. So, Healthbox vorbei, Anbremswellen, verschiedene Spuren, schauen, wer am besten ist, links rum. Jetzt nochmal lange gerade, nochmal rechts rum und jetzt lang gezogen links mit noch einem letzten Sprung Richtung Ziel wieder. Und das war die Runde hier. Am Samstagnachmittag stehen bei hervorragendem Wetter die Qualifikationstrainings aller Klassen auf dem Zeitplan. Bei den Jüngsten im Starterfeld, dem ADAC MX Junior Cup, können sich in zwei Gruppen je 15 Fahrer direkt qualifizieren. Im Last-Chance-Rennen wird dann das Starterfeld für den Sonntag mit weiteren 10 Fahrern aufgefüllt. Der Australier Jed Lawrence fährt die weitaus schnellste Rundenzeit und darf sich damit als Erster den Platz im Startgatter am Sonntag heraussuchen. Der Däne Magnus Smith ist Zweiter und der Russe Nikita Kucherov Dritter des Qualifyings im ADAC MX Junior Cup. Im ADAC MX Youngster Cup gehen 72 Piloten in das Zeittraining. Auch hier können sich 30 Fahrer direkt qualifizieren. Die restlichen 10 Plätze werden über das Last Chance Race vergeben. Schnellster der U21-Fahrer ist der Däne Glenn Meyer vor dem Deutschen Tom Koch und dem Esten Hardy Rosiorg. Nun stehen die Piloten der Königsklasse, die ADAC MX Masters, in den Startlöchern. In Gruppe 1 fahren die Piloten in den ersten beiden Runden verhalten. Dann kommt der Deutsche Henry Jacobi mit einer ersten 1,56er Zeit. Der Belgier Cyril Genot liegt auf 2, gefolgt vom Deutschen Brian Schuhm. Der Spitzenreiter der Meisterschaft Dennis Ulrich lässt es langsam angehen und liegt in den ersten Minuten nur im Mittelfeld. Nun kommt Dennis Ulrich langsam in Gang und fährt auf den dritten Rang hinter Henry Jacobi und Brian Schuh. Im letzten Drittel der Qualizeit liefert der Belgier Jeremy Delance eine neue schnellste Zeit und übernimmt die Führung in Gruppe 1. Dann legt Jacobi nach und beendet das Zeittraining als Schnellster vor Dennis Ulrich und Jeremy Delance. In Gruppe 2 sind die Zeiten etwas langsamer als in Gruppe 1. Die beiden Deutschen Christian Brockel und Mike Stender liegen nach dem ersten Drittel der Qualizeit auf Platz 1 und 2. Dann fährt der Schwede Jonathan Bengtsson eine neue schnellste Runde, wird aber sofort wieder von Christian Brockel abgelöst. Der Belgier Jens Jettemann schiebt sich nun zwischen Brockel und Bengtsson. Damit ist der Endstand der Gruppe 2 erreicht. Für die Startaufstellung am Sonntag heißt das, die Pole Position geht an Henry Jacobi vor Christian Brockel und Dennis Ulrich. Markus Schiffer gehört zum Urgestein des Motocross in Deutschland. Er kennt die ADAC MX Masters von Anfang an. Ja, erstes Jahr war halt 2005. Leider hier beim ersten Rennen nicht mit dabei gewesen, wegen einer Verletzung. Aber sonst jedes Jahr wirklich bei den ADAC MX Masters an den Start gegangen. Und heutzutage würde ich sagen, es ist die beste Serie in ganz Europa. Internationales Fahrerfeld. Für uns Fahrer immer natürlich auch eine super Serie gewesen. Man kann ein bisschen Geld verdienen, starke Konkurrenz. War immer toll, hier zu fahren. Dein persönliches Highlight? Es ist ja so viel passiert. Natürlich, die zwei Masters-Titel waren für mich natürlich erfolgreich. 2012 war schon ein besonderes Jahr für mich bei den Masters. So, das ganze Jahr hat super geklappt. Jetzt noch immer halt dabei, jetzt halt nur noch als Trainer, aber noch immer hier unterwegs. Ja, kann man gar nicht so zusammenfassen, was man in all den Jahren erlebt hat. Also das waren Höhen und Tiefen, aber trotzdem eine gute Erinnerung. Jetzt engagierst du dich für den Nachwuchs. Ja, ich bin für den ADAC Berlin-Brandenburg hier, betreue da den A-Kader. Wir haben im Moment
zwei, drei Jungs in der 80er Klasse im Junior Cup und nochmal fünf Jungs im Youngster Cup. Die sind sich gut am entwickeln und da versuche ich halt wirklich als Unterstützung hier zu sein. Die Rennen am Sonntag beginnen mit dem ersten Lauf im ADAC MX Junior Cup. Der Red Bull Hole Shot geht an den deutschen Nick Dohmann, doch der Australier Jed Lawrence übernimmt bereits nach den ersten Kurven die Führung des Feldes. Jed Lawrence fährt vorne weg, Nick Dohmann und Nikita Kucherov folgen. Dohmann und Kucherov crashen und gehen zu Boden. Lawrence fährt souverän an der Spitze und schafft schnell einen ordentlichen Abstand zwischen sich und dem Rest des Feldes. Nach fünf Runden beträgt der Abstand auf den zweitplatzierten Schweden Max Paulsson bereits mehr als 13 Sekunden. Auf Position 3 findet sich der Däne Rasmus Pedersen. Pedersen verliert die dritte Position in Runde 6 jedoch an den Russen Nikita Kucherov, der nun auf Max Paulsson zusteuert. Der Abstand beträgt allerdings mehr als 10 Sekunden. Kucherov kann das Tempo nicht hochtreiben, er verliert sogar Zeit auf Paulsson. Auf Position 4 und 5 lauern die beiden Dänen Rasmus Pedersen und Magnus Smith. Kurz vor Ende des Rennens fällt Nikita Kucherov drei Plätze zurück und so lautet das Ergebnis des ersten Rennens. Sieger ist der Australier Jed Lawrence vor dem meisterschaftsführenden Schweden Max Paulsson und dem Dänen Magnus Smith. Auch im zweiten Lauf des Junior Cup ist Jed Lawrence das Maß der Dinge. Der Red Bull Hole Shot geht zwar wie im ersten Lauf an den deutschen Nick Dohmann, doch der Australier geht bereits in den ersten Kurven an Dohmann vorbei. Dieser fällt in den ersten drei Runden einige Plätze zurück. An der Spitze fährt sich Jed Lawrence einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolger heraus. Auf Platz 2 fährt der Schwede Max Paulsson, gefolgt vom deutschen Konstantin Piller. Paulsson, der momentan in der Meisterschaft führt, zeigt nun sein ganzes Potenzial und überholt in der vierten Runde den bis dato führenden Australier Jed Lawrence. Dieser jedoch kontert sofort und ist bereits eine Runde später wieder an der Spitze, sogar mit 4,5 Sekunden Vorsprung auf Paulsson. In den letzten Minuten des Rennens gibt es Bewegung um Platz 3. Bisher fuhr hier Konstantin Piller, nun übernimmt der Ungar Adam Szoltkovac. Die Abstände in der Spitzengruppe werden nun größer. Die Sandstrecke hier ist sehr kräfteraubend. So gibt es in den letzten beiden Runden keine größeren Überholmanöver mehr. Und der zweite Lauf endet ebenfalls mit einem Sieg des Australiers Jed Lawrence. Auf Platz 2 liegt wiederum der Schwede Max Paulsson. Rang 3 geht an den Ungarn Adam Szoltkovac. Für die Tageswertung heißt das, Tagessieger ist mit 50 Punkten der Australier Jed Lawrence vom Team Suzuki World MX2. 44 Punkte gehen an den Schweden Max Paulsson vom Mefo Sport Racing Team auf Position 2. Dritter der Tageswertung ist der Däne Magnus Smith mit 36 Punkten, ebenfalls Mefo Sport Racing Team. Hi, I'm Jed Lawrence. Hi, ich bin Jed Lawrence. Ich hatte ein super Wochenende. Zweimal Erster, ein Top-Resultat. Hoffentlich kann ich das in den nächsten zwei Runden wiederholen und Punkte auf Smith und Paulsson aufholen. In der Meisterschaft kann der Schwede Max Paulsson seine Führung auf 167 Punkte ausbauen. Der Däne Magnus Smith folgt mit 154 Punkten. 141 Zähler hat der Australier Jed Lawrence. Olaf Noack, Race Director vom ADAC, war alle 100 Rennen dabei. Ja, vor 100 Veranstaltungen hier in Tensfeld. Im April 2005 waren wir das erste Mal hier. Ja, wenn man das jetzt vergleicht, das sind Welten, nicht? Wie wir angefangen haben, wie wir uns entwickelt haben über die Zeit. Und ganz spannend ist, wenn man wirklich mal sich die Mühe macht, in den Starterlisten guckt, wer alles hier war. Das ist fantastisch. Das heutige WM-Feld ist ja fast zu 90% hier über die Masters gekommen.
Und dein Highlight? Natürlich sage ich immer dazu, stehe ich auch, die Entwicklung von Ken Roczen über die Masters bis hin 2011 zu seinem Weltmeistertitel, wo ich dann auch bei der Veranstaltung in Funktion war. Das war natürlich ein Highlight. Sag ich mal, das ist zwar über mehrere Jahre gelaufen, aber insgesamt muss man sagen, war das so die schönste Zeit für mich persönlich, ihn zu entwickeln sehen und wir dann damals über die Nationalmannschaft beim Motocross der Nations dann auch sehr erfolgreich waren. Wie geht es weiter mit der Serie? Wir haben einen sehr hohen Standard. Wir werden weiter daran arbeiten, um den Nachwuchs zu fördern. Es gibt Gedankenspiele oder es gibt eigentlich schon Lösungsansätze für eine Zwischenlösung zwischen der 85er und den Youngster Cup. Und ich sage einfach mal an alle Fans und alle, die es interessiert, bis Geildorf warten und da lassen wir die Katze aus dem Sack. Im ersten Rennen des ADAC MX Youngster Cup in Tensfeld geht der Red Bull Hole Shot an den Dänen Niklas Bjerregaard. In Schlagweite folgen die beiden Deutschen Tom Koch und Nico Koch, die übrigens nicht verwandt sind. Auf Position 4 folgt ein weiterer Däne, Glenn Meyer. Der Franzose Zachary Pichon kam nicht optimal aus dem Gatter, macht aber ordentlich Druck, um an den Top 5 dran zu bleiben. Nach Runde 4 ist er bereits auf Position 4, nur noch eine halbe Sekunde hinter Nico Koch. Doch dieser wehrt sich und Pichon kommt nicht an ihm vorbei. An der Spitze kann sich Niklas Bjerregaard etwas absetzen. Der Abstand zu Tom Koch beträgt zur Hälfte der Rennzeit rund 4 Sekunden. Tom Koch hat einen komfortablen Abstand von über 5 Sekunden zu Nico Koch auf der 3. Doch danach ist es ziemlich eng. Zachary Pichon, Thomas Seleka, Glenn Meyer und Hardy Rosiorg liegen innerhalb weniger Sekunden. Da ist noch einiges zu erwarten. Und in Runde 10 ist es soweit. Zachary Pichon geht an Nico Koch vorbei und liegt nun auf Position 3. Dahinter ist es auch zu Ende des Rennens noch sehr eng. Der Lette Thomas Seleka ist an Pichon dran, legt ihn sich zurecht und in der zweitletzten Runde knackt er ihn. In der letzten Runde geht dann der Este Hardy Rosiorg an Zachary Pichon vorbei und verweist diesen damit auf Platz 5. So endet der erste Lauf im ADAC MX Youngster Cup mit einem souveränen Startzielsieg des Dänen Niklas Bjerregaard. Platz 2 geht an den Deutschen Tom Koch. Rang 3 an den Letten Thomas Seleka. Im zweiten Lauf des ADAC MX Youngster Cup holt sich den Red Bull Hole Shot der Däne Glenn Meyer. Hinter ihm liegt der Deutsche Lukas Platt, der ebenfalls einen Traumstart liefert und nach 2 Runden sogar die Führung übernehmen kann. Der Sieger des ersten Laufs, Niklas Bjerregaard, ist in diesem Lauf aus Sicherheitsgründen nicht angetreten, da er noch eine Verletzung am Daumen ausheilt. An der Spitze behauptet sich Lukas Platt. Glenn Meyer wird jedoch vom Polen Szymon Staszkiewicz und Gabriel Czetniki auf Platz 4 verwiesen. Die beiden Deutschen, Nico und Tom Koch, liegen nach den ersten 5 Runden auf den Rängen 6 und 7. Tom Koch fällt jedoch in Runde 6 einige Plätze zurück. An der Spitze ist es eng. Szymon Staszkiewicz macht ordentlich Druck auf den führenden Lukas Platt. Doch Platt wehrt sich nach Kräften. Zachary Pichon ist in diesem Lauf etwas schwächer unterwegs als im ersten. Nach 20 Minuten Rennzeit liegt er auf dem 10. Rang. Gabriel Czetniki übernimmt den 2. Platz und verweist seinen Landsmann Staszkiewicz auf Rang 3. Doch knapp 2 Runden später kommt die Revanche von Staszkiewicz und damit steht die Reihenfolge für das Podest fest. Der Deutsche Lukas Platt gewinnt den 2. Lauf des ADAC MX Youngster Cup in Tensfeld. Die beiden weiteren Plätze auf dem Podium gehen an die beiden Polen, Szymon Staszkiewicz und Gabriel Czetniki. Tagessieger im ADAC MX Youngster Cup wird damit mit 37 Punkten der Deutsche Lukas Platt. Das zweite Treppchen belegt Tom Koch vom KTM Saarholz Racing Team mit 34 Punkten. Auf Rang 3 landet der Pole Gabriel Czetniki vom Team JWD Ferro Team Racing. Ja, es war ein Wochenende mit Höhen und Tiefen, würde ich sagen. Wir sind Freitag hier hingekommen und um 2 Uhr hat man die Sachen schon gepackt,
haben aber haben nochmal versucht, das Motorrad anzumachen, weil wir vorher schon ein paar Probleme hatten. Aber das Motorrad sprang nicht an. Dann haben wir noch das Motorrad reparieren lassen, sind erst um 10 Uhr dann abends los, waren erst um 2:30 hier vor Ort. Ja, ist natürlich sehr schön, wenn der Wecker um 6 Uhr geht und am nächsten Tag muss man natürlich 100% geben. Aber gut, hat ja geklappt, Samstag lief sehr gut für mich schon. Und ja, was soll ich sagen, zum Sonntag, im Warm-up konnte ich schon sehen, dass ich in Speed vorne mitgehen kann. War 40 schnellster im Warm-up, nur danach, nächste Pech, ist das Rennmotorrad leider auch kaputt gegangen, ist auch nicht mehr angesprungen. Ja, und dann 5 Minuten bevor das Zeitfenster zum Vorstart geschlossen wurde, habe ich dann noch mein Trainingsmotorrad abnehmen lassen und ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, guten Start rausgehauen, wo ich Zweiter war und dann nach 3-4 Runden in Führung gegangen bin, wusste ich genau, das ist mein Rennen jetzt. Kämpf, Junge, und ich habe gebissen und ich unbeschreibliches Gefühl, ich freue mich. Und ich wollte mich auch an meinen Sponsoren noch bedanken. Ohne euch hätte ich das auf jeden Fall nicht geschafft. Dankeschön. Für die Meisterschaft heißt das, Tom Koch liegt nun mit 158 Punkten weit vor Richard Sükiner, der 149 Zähler hat. Platz 3 mit 3 Punkten weniger geht an Thomas Silaker. Und los geht's mit den Rennen in der ADAC MX Masters Klasse. Der Red Bull Hole Shot geht im ersten Lauf in der Königsklasse an den Deutschen Angus Heidecke. Sein Teamkollege und Meisterschaftsführende Dennis Ulrich liegt direkt hinter ihm. Es dauert keine halbe Runde, dann ist Ulle vorbei an Heidecke und übernimmt die Führung. Hinter Heidecke fahren Christian Brockel und Henry Jacobi. Der Meisterschaftszweite, der Belgier Jens Gettemann, hat in diesem Lauf kein Glück. Er stürzt noch in der ersten Runde und muss das Rennen von der letzten Position aus wieder aufnehmen. Dennis Ulrich führt souverän und kann seinen Vorsprung zuerst einmal ausbauen. In Runde 6 fällt Angus Heidecke einige Plätze zurück und Henry Jacobi geht an Christian Brockel vorbei. Nun kommt Brian Schuh ins Spiel. Zur Hälfte der regulären Rennzeit hat er sich an Heidecke, Brockel und Jacobi vorbeigearbeitet und liegt nun direkt hinter dem führenden Dennis Ulrich. Der Abstand zu Ulle ist nicht groß, nur rund 1,5 Sekunden trennen die beiden Fahrer. Schuh fährt nun ordentlich schnellere Rundenzeiten als Dennis Ulrich und kann diesen in Runde 8 tatsächlich knacken. Hinter Ulle hat sich nun Henry Jacobi in Stellung gebracht. Im letzten Drittel der Rennzeit ist Jacobi an Ulrich dran und kann in Runde 10 den Sack zumachen. Mittlerweile hat der Schwede Jonathan Bengtsson die deutsche Fünfergruppe an der Spitze geknackt und fährt nun auf Position 5. Ulrich verliert kurz vor Schluss seinen Podiumsplatz an Christian Brockel und auch Jonathan Bengtsson kann in den letzten Sekunden des Rennens Ulle überholen. So endet der erste Lauf der Masters-Klasse in Tensfeld mit einem Sieg des deutschen Brian Schuh. Auf Position 2 liegt Henry Jacobi, das Podium vervollständigt Christian Brockel. Im zweiten Lauf der Königsklasse schlägt wieder einmal Mr. Holeshot zu. In der gleichen Kurve kommt es dann zu einem ordentlichen Startcrash, in den Christian Brockel, Stefan Eckerold, Lukas Neurauter und Jeremy Irt verwickelt sind. An der Spitze fährt Dennis Ulrich, hinter ihm sein Teamkollege Angus Heidecke. Der Belgier Jens Gettemann kam dieses Mal besser weg und liegt nun auf Platz 3. Ihm auf dem Hinterrad folgt der Schwede Jonathan Bengtsson. Gettemann hat ordentlich Speed in diesem Lauf, so kann er innerhalb von 2 Runden zuerst an Heidecke und dann an Dennis Ulrich vorbeigehen. Und auch Henry Jacobi mischt an der Spitze mit, er überholt Bengtsson und Heidecke und liegt nun auf 3. An der Spitze fährt Jens Gettemann mittlerweile recht unbehelligt. Der Abstand zu Ulle beträgt mehr als 6 Sekunden. In Runde 9 ist Henry Jacobi an Dennis Ulrich dran und kann an diesem vorbeigehen. Nun strecken sich die Abstände zwischen den Piloten langsam, doch Ulrich versucht wieder an Henry Jacobi ranzufahren. Ulrich ist nun an Jacobi dran, legt ihn sich zurecht und geht in den letzten Minuten des Rennens an ihm vorbei.
Sieger des zweiten Laufes in der ADAC MX Masters Klasse wird der Belgier Jens Gettemann vor den beiden Deutschen Dennis Ulrich und Henry Jacobi. Tagessieger in der Königsklasse wird mit 42 Punkten Henry Jacobi vom STC Racing Team. Dennis Ulrich vom KTM Saarholz Racing Team sackte 38 Punkte ein. Jonathan Bengtsson vom Team Glaser-Kuten kam auf 34 Zähler. Ist natürlich super gelaufen, mein Wochenende. Ich war gestern im freien Training Erster, ich war im Zeittraining Erster, hatte die Pole für Sonntag, war im Warm-up Erster, konnte das allerdings nicht in zwei Laufsiege ummünzen. Ist aber eigentlich mir völlig egal, weil ich bin im ersten Lauf Zweiter geworden, im zweiten Lauf Dritter. Das hat für Gesamtplatz 1 gereicht und das habe ich noch nie geschafft. Und ja, ich bin richtig zufrieden und es war ein super Wochenende. In der Meisterschaft liegt Dennis Ulrich nur mit 216 Punkten weit vorne. Jens Gettemann auf Platz 2 verbucht 165 Zähler. Henry Jacobi auf Platz 3 hat 144 Punkte. Ende August sind wir in Geildorf zu Gast. Wir sehen uns.